Aus dem Weg, meine Güte, Junge, geh doch mal zur Seite. Auch keiner benehmen hat in dieser Scheißstadt. Ist ja furchtbar. Ja, kannst dann dich hindurchkämpfen und stehst dann vor einem sehr verschwitzten Gesicht. Ein alter Mann hatte nur noch so einen Haarkranz und er guckt dich dann müde an. Tut mir leid, Bier ist aus. Ja, habe ich befürchtet. Ist das deine Bar? Deine Kneipe? Was ist das hier eigentlich? Nee, ich bin hier nur Aushilfe. Harzdener ist das. Ja, wer ist Harzdener? Wer ist Harzdener? So heißt das Haus. Ja, wem gehört das? Der Mann hieß Alrik, der mich angeworben hat. Keine Ahnung. Kannst du mir sagen, wo Alrik ist? In der Küche. Danke. Wo ist die Küche? Da könnt ihr nicht rein, die ist nur für Bedienstete. Ich kann da rein. Wo ist die Küche? Ja, du kannst dann das ist direkt so ein kannst du hochhebeln, die Schenke da, kannst dann hinter den Tresen treten, drückst, dann wirst du dann automatisch dann einfach durch die ganzen Menschen dann da auch Richtung hingedrückt und kannst dann noch Isarun und den kleinen Voltax mit dir herziehen und dann steht ihr eben hinter der Schenke, macht dann die Tresen, schiebe wieder zu und steht dann vor vielen verdutzten Menschen, die euch dann ansehen. Ist das ein Überfall? Ich meine, wir haben Nein, hier eine ganze ich Menge. Ich will in die Küche. Junge, jetzt geh aus dem Weg. Ich will nicht mit dir reden. Ich weiß nicht, wer du bist und ich will dich nicht kennenlernen. Einfach Schnauze halten und zur Seite gehen. Kann nicht so schwierig sein. Ja, drückst ein bisschen, es klirrt irgendwas und dann steht ihr nach kurzem Aufschrei in der Küche. Du siehst da wieder wohl so ein bisschen Brot gebacken wird. Da liegen auch ein paar Sägespäne, die da einfach auf dem Kleingehack dann irgendwo daneben liegen, um das Brot einfach zu strecken. Und guckst dann in die Augen von drei, vier Köchinnen bzw. Bäckerin und einem Mann. Raus aus meiner Küche. Alrik. Ja, Alrik, beruhig dich. So, was wollt ihr? Zuhören. Gibt's irgendeinen Navigator, der hier schon vor, der hier seit Jahren rumhängt, der jetzt auch gerade wieder da ist? Ja, schon. Rafim müsste da sein. Da ist Rafim. Ja, da ist Rafim. Rafim ihm Omjaid. Bin jetzt schon begeistert von dem Mann. Könnt ihr mir sagen, wo der Mann sitzt? Ist ein Tulamide, ungefähr so groß, hat einen Turban um sich herum gewickelt und eine blaue Feder am Haar. Also da sind ungefähr 3000 Leute in eurer Scheißkneipe. Sagt mir einfach, wo der genau der sitzt. Der Mann mit der blauen Feder, Mann. Raus aus der Küche. Also so einen Turban werden wir schon finden. Das denke ich auch. Seid ihr mit noch weiteren Navigatoren bekannt? Speziell aus dem Umfeld des Kapitän Sanin. Sani legt schon seit Jahren hier nicht mehr an, das ist verboten. Also ich kenne einige von seinen Mannschaftern, wenn er die nicht gerade durchtauscht, aber also das letzte Mal, dass ich Sani hier gesehen habe, ist schon Jahre her. Ja, natürlich, das ist ja bekannt, dass er nicht mehr hier einfahren darf. Aber trotzdem, wenn ihr diese Kneipe schon längere Zeit betreibt, dann wisst ihr ja mit Sicherheit auch, wer zu seiner Crew gehört hat. Aktuell nicht, nein, also durchkommen jetzt, ich glaube Sanin fährt ja direkt auf der blutigen See, aber eigentlich kommt man von hier aus nur noch in Richtung Zorgan, der Rest ist abgeschnitten, man kommt nicht mehr nach Beilong. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Vielen Dank erstmal, dann kletter ich draußen auf den Tresen und schaue mich nach einer blauen Feder um. Ja, wirst du tatsächlich finden. Er streitet sich da wohl gerade mit zwei, drei anderen Tulamiden an einem Tisch. Und den Turban und die blaue Feder wirst du erkennen. Bitkom, ich habe ihn gefunden. Ah, wunderbar. Ich springe vom Tresen runter und gehe einfach auf den Mann zu. Ja, zwei, drei andere Menschen, die dann von deinem Gewicht dann zur Seite gedrückt werden und du brichst da wohl auch ein paar Füße und dann schiebst du dich wieder durch die Menge hindurch und stehst dann vor einem kleinen, schnauzbärtigen Tulamiden, also... Er hat einen prächtigen Bart, Turban und so einen kleinen Hut draufgesteckt und eine blaue Feder am Haar. Guck dich an und ja, guck vor. Rafim? Ja, ich bin Rafim. Wunderbar. Wer bist du, Habibi? Rafim. Geht um Folgendes. Du bist auch Rafim. Richtig. Ah. Ist auch ein guter Name, ne? Ist einfach ein guter Name. Salam alaikum. Ja, Salam alaikum, assalam. Geht um Folgendes. Und zwar, hast du was mit Sanin zu tun? Sanin? Nein, schon lange nicht mehr. Scheiße. Hab ihn das letzte Mal in Kutchum gesehen. Willst du nach Kutchum, Freund? Hat Jalan uns dann wohl das Falsche erzählt. Nach Zorgan, bitte ich. Hast du eine Idee, wie ich da hinkommen könnte? Na, wenn ihr bezahlen könnt, ich kann euch nach Zorgan bringen. Wir haben ein Schulschiff. Besonders schnell, eine zweimastige Taluke.
Das klingt super. Was kostet sowas? Das klingt nicht super. Habibi, für 20 Dukaten bringe ich dich und deine Freunde, die beiden, bringe ich euch nach Zorgan. Ich habe noch mehr Leute. 20 Dukaten. Sagen wir 25, weil du ein Freund bist. Wenn du mich verarschen willst, breche ich dir beide Beine und schieb dich in die blutige See und gucke, wie lange es dauert, bis du vergammelst. Ah, Jamila, du bist doch groß und stark und ich glaube nicht, dass du... Ich wollte dir nur sagen, was, wenn du mich verarscht, ich dir böse auf die Fresse hauen werde. Habibi, du musst mir nicht drohen. Ja, das schadet aber nie. Weißt doch, die Mittelreicher, die sind ein komischer Haufen. Wirkt der Navigator Rafim vertrauenswürdig? Er ist ein Dolomide, nein. Man kann es ja gerne mal Menschenkenntnisprobe führen. Er ist von der Kultur her Tulamide, das ist eine plus 3. Ja gut, dann würfel ich einfach mal eine Überredenprobe gegen dich. Und die ist sehr gut. Er wirkt vertrauenswürdig auf dich, ja. Also er sieht aus wie ein Kapitän, der Erfahrung hat. Hast du sonst Seefahrt? Kannst auch mal auf Seefahrt versuchen, ob du da noch irgendwie Kenntnisse über... oder kannst du nicht viel rauslesen, aber... Nö, ich habe keine Seefahrt. Ja. Er sieht kompetent aus. Kompetenteste Person in diesem Raum. Du hast keine Ahnung. Ganz einfach. Sicher ist euer Schiff. Genau. Wir gehen zu deinem Schiff hin. Ich guck mir das Ding an. Dann entscheiden wir, ob wir damit fahren. Ganz einfach. Wenn da kein Schiff ist und wir kommen da an, hau ich dir aufs Maul. Rafim, du musst mir nicht drohen. Wir sind Freunde. Habe viele Familie. Ich drohe auch meinen Freunden. Das ist okay, das ist okay. Du hast einen schönen Bären. Danke. Ja, Bär? Ja, du bist ein schöner Bär. Er lässt sich dann so ein bisschen dann die Leute auseinanderschieben und stiefelt dann klein, wie er ist, hinter der Lücke, die du gemacht hast, dann hinterher. Und dann könnt ihr gemeinsam in Richtung des Flusses Darpat treten. Wie groß ist er denn? Er ist ungefähr 1,60 groß. Im Turban wahrscheinlich 1,70. Ja, am Darpat-Ufer könnt ihr dann über die Stege zu einem zweimastigen Schiff treten mit Dreiecksegeln, eine Taluke. Das so aus, als wäre das Sieht mir nicht sicher aus. Seefahrt. Lass mal würfeln. Wenn man bei Seefahrt jetzt nicht so, dass da hier eine Boote fahren anbieten. Ja, Boote fahren ist, kannst du ableiten, ne? Ja, plus 7. Oder plus 10. 10. Es sei denn natürlich, du hast ein landungsgefälliges Wissen. Warte. Ja, kann ich Klugheit minus 7 machen? Also plus 7 halt. Intuition plus 7. Gott, die anderen letzten Boros, ey. Also, ist ein Schiff, sieht fahrtüchtig aus, die Segel sind aktuell nicht, also sind schon irgendwo aufgezogen, aber eben hochgekrempelt. Und da kann man sicherlich demnächst mit in den See stechen und ja, da kann man sicherlich auch durch diese weiße Suppe, durch diesen weißen Eiter durchfahren. Das sieht nicht sicher aus. Also, das sieht überhaupt nicht sicher aus. Da kriegen mich keine drei Elefanten drauf. Also ich glaube, bei drei Elefanten würde das Boot auch nicht halten. Seht ihr, wenn es nicht mal drei Elefanten hält? Nein. Herr Rafim, zeig uns mal dein Schiff. Ja, das ist doch mein Schiff. Ja, ich will auf deinem Schiff draufstehen. Nein, mein Freund. Wir sind zwar gute Freunde, aber ohne, dass ich hier eine Dukate von dir gesehen habe. Tut mir leid, mein junger Freund. Gebt mir erst eine Anzahlung oder ein paar Dukaten und dann kann ich euch mein Schiff zeigen. Kann ich auch einfach mal ins Wasser schmeißen. Ja, meine Freunde, du musst mir nicht drohen. Du musst mir nicht drohen. Keine Sorge, ich kann euch mein Schiff zeigen, aber ohne eine Anzahlung lasse ich euch da nicht drauf. Gut, an einem Dukaten soll es jetzt nicht scheitern. Ich drücke ihm einen Dukaten in die Hand. Ich warte hier auf sicherem Boden, auf euch. Wenn ihr meint. Ist besser. Ach super, der Zwerg wird schon nie mitkommen. Dann müssen wir ihm halt irgendwie mal auf die Nase hauen und dann mitschleifen. Gefällt mir der Plan. Machen wir so. Wir hauen den Zwerg.
Ja, dann geh mal vor, Rafim. Ja, er wird dann über die Balustrade dann auf das Schiff klettern, könnt ihr dann eben auch folgen und guckt euch um. Es ist ein kleines Schiff, wie gesagt, eine zweimastige Talucke. Da passt sicherlich auch ein bisschen Ladung drauf und ihr könnt sehen, wie jetzt nach und nach dann sich eine Tür öffnet und dann zwei, drei, vier junge Tudamiden heraustreten, die sich dann euch besehen. Einer hat sogar einen Säbel an seinem Gürtel. Und ihr schafft das bis nach Zorgan. Nach Zorgan und nach Kunchum, mein Freund. Das sind die beiden Städte. Wir können auch Elberum anlaufen, aber das tue ich nicht. Wir möchten auch nur nach Zorgan. Zorgan reicht uns. Gut, das ist möglich. Es gab dort vor ein paar Tagen eine Seeschlacht. Wir mussten den Anlauf abbrechen, aber ganz generell ist es möglich, von hier aus nach Zorgan zu segeln. Die Seeschlacht sollte mittlerweile auch wieder aufgehoben sein. Aber wir haben gesehen, dass dort einige Trümmer im Wasser lagen, Habibi. Das ist schlecht. Ja, Zorgan ist im Krieg. Genauso wie der Rest der Welt. Ja. Könnt ihr außerhalb der Stadt anhalten, damit wir Kameraden aufnehmen können? Außerhalb der Stadt? Ja. Wenn es möglich ist. Wir haben nämlich auch noch Reitpferde und so. Ach so, ich verstehe. Und ihr wollt, dass ich den Dapat dann nach oben segle oder dass ich irgendwo anders anlege? Irgendwo am Meeresrand. Ich kenne die Küste nicht. Kann man hier einfach mal anlanden? Ja, das ist hier sicherlich noch möglich. Also, wenn man etwas nach Süden fährt, es wird wohl gehen. Steig, Mr. Habibi. Genauso. Ihr wisst am besten, was ihr hier tut. Nur, ja, wie gesagt, das muss mit die Leute vor allem. Und ihr habt große Ladung, ja? Ein Wagen? Ein auch Streitwagen. Das. Ein Streitwagen. Dann seid ihr reiche Leute. Ich habe große Familie. Ich nicht. Und jetzt? 20 Dukaten mehr für einen Streitwagen. Der nimmt viel Platz ein. Der muss man einspannen. Was hältst du davon? Nein. Nee, ihr seid Freunde, ja. Ich sage nicht 45 Dukaten, sondern weil ihr Freunde von mir seid, 40 Dukaten. Insgesamt für alles. Insgesamt für alles. Ich bringe euch innerhalb von 20 Stunden von Perikum nach Zorgan. Ihr seid morgen da. Isarun wechselt meinen Blick mit Rafim. Sie sieht so aus, als wäre sie damit einverstanden. Ja, Rafim hat keine Kohle und blickt dich über die Schulterzunge an, er hat das Geld nicht. Also, ich müsste mit den anderen mal sprechen, aber grundsätzlich, warum nicht? Im schlimmsten Fall müssen wir Dialans blöden Streitwagen zurücklassen. Ja, der Preis erscheint mir gerecht. Ich brauche eine Anzahlung. 10 Dukaten Anzahlung. Ja, ich brauche auch ganz viel, mein Freund. Wir werden alle mal enttäuscht. Ich muss noch Sachen kaufen aus Perikum, sonst können wir nicht ablegen. Ja. Wie viel Zeit braucht ihr denn überhaupt hier? Wir können innerhalb von einer halben Stunde ablegen. So schnell geht das mit dem Einkaufen? Na gut. Jetzt kannst du... Ja, also jetzt brauchst du keine Menschenkenntnis. Also er fühlt sich gerade ertappt. Musst du mal eben das Wasser da draußen trinken? Ich brauche einfach Anzahlung, sonst kann ich die Segel nicht... wir müssen noch so viel reparieren, Habibi. Aha, klar. Ich muss gleich auch mal was reparieren. Verarschen kann ich mich alleine. So, ganz einfach, Junge. Wir bleiben auf deinem Schiff, wir fahren da raus. Der Zwerg geht nach draußen, sagt den anderen Bescheid, die sollen an die Küste kommen. Wir nehmen die auf, wir bezahlen dich, wir fahren nach Zorgan. Fertig. Wenn ihr nicht bezahlen könnt, dann lasse ich euch das Wasser trinken. Ja. Gut, mein Freund. Damit klopft er dir so ein bisschen auf den Oberarm, weil er an deine Schulter nicht rankommt und guckt zum Zwerg. Ich glotz zurück. Kannst du den anderen draußen Bescheid sagen, die sollen uns 2 Kilometer in Richtung Küste? Schafft ihr das? Kann man da anlegen? Vielleicht wäre es klug, wenn ihr erst dort anlegen und dann die anderen holen. Weil sonst wissen wir nicht genau, wo das ist
Und sie können ja auch nicht das Schiff erkennen. Aber wenn die die Küste lang reiten, da werden ja nicht so viele Schiffe da jetzt an der Küste liegen. Das stimmt wohl. Aber sind da nicht unglaublich viele Flüchtlinge? Ja, deswegen fahren wir ja auch 2 Kilometer. Und da werden weniger sein. Vermutlich werden die sich nicht an die auf die Küste... Von mir aus fahren wir auch 5, das ist doch vollkommen wurscht. Ja, sagt einmal Kapitän Rafim, wie ist das mit der Küstenstraße hier? Ist die auch voller Flüchtlinge? Die Küstenstraße? Nein, wenige Schiffe, blutige See. Ich bin der Einzige, der gut segeln kann. Sie trauen sich nicht. Wären mehr Flotte kaputt. Das ist richtig. Das habe ich auch gehört, dass sie kaputt ist. Ja, und wir sollen dann in so einem kleinen Schiff? Also ich habe da immer noch Bedenken. Das ist sehr schön. Ihr werdet aber über eure Bedenken hinwegkommen und Deiner, Najab! Yalla, yalla! Aue lösen! So. Zwerg, geh nach draußen, sag den anderen Bescheid, die sollen sich in der Küste lang bewegen, bisschen Schiff sehen. Da werden jetzt nicht so viele Schiffe sein und wenn es das Falsche ist, werden sie schon überleben. Dann nehmen wir die auf. Ja. Genau, also wenn auf dem Schiff Rafim zu sehen ist, ist es das Richtige. Der ist ja kaum zu übersehen. Wird schon klappen. Ich finde auch, dass ich Ausstrahlung habe. Nett von euch, dass ihr das mal erwähnt. Ja, Ausstrahlung. Das ist genau das, was ich vielleicht meinte. Danke. Abu, hol Ruban, hol Yasafa, hol Selo, hol Mahmud. Ja, ich würde dann wieder zurückgehen und murmeln. Bei Sumo, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Ja, wenn du dann die Steg zurückläufst über die schwankenden Holzplanken, kannst du sehen, wie ein kleiner Junge an dir vorbeiflitzt und dann wieder in Richtung der Innenstadt läuft. Ja, ich würde mal an meinen Geldbeutel fassen, beziehungsweise an meine, da wo ich meine Edelsteine drin habe. Ja. Du merkst, dass er wohl leichter ist. Wie weit ist der Junge entfernt? Also, du bist der Meinung, dass er das nicht war, so schnell wie er an dir vorbeigelaufen ist, aber irgendwer wird dir sicherlich ein, zwei rausgebietst haben. Du bist gerade froh, dass du den Beutel sowieso noch am Gürtel hast. Aber er fühlt sich leichter an. Du siehst, wie da wohl ein kleines Loch eingeschnitten ist auf der Unterseite und da welche wohl rausbröckeln oder rieseln. Dann versuche ich das jetzt erstmal irgendwo anders hinzustecken, sodass die nicht weiter verlustig gehen. Ezek, Sheriff, Focksegel aufziehen! Was holt die Seile? Isaro, macht euch mal bereit, ne, wenn die frech werden. Mhm. Könnt das Spiel. Allerdings. Aber ich denke, sie sind wahrscheinlich an dem Geld mehr interessiert. Und wollen hier auch schnell weg. Sonst hätten sie sich nicht so bereitwillig drauf eingelassen. Richtig. Oder sie wollen uns umbringen, eins von beiden, aber... Da muss ich was gelockert haben, als wir getroffen worden sind. Oder wir gehen mit diesem Sauboot unter und ersaufen alle. Das habe ich nicht gedacht. Ist aber jetzt auch gar nicht so unwahrscheinlich, glaube ich.